Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und zwar würde ich heute mal mein Notion School Setup zeigen. Also wie ich Notion für alle Dinge, die was in der Schule zu tun haben, benutze. Und ich rede immer so oft über Notion, aber leider ist es nicht sponsert von Notion. Also ja, ich krieg leider kein Geld dafür, aber egal. Auf jeden Fall ist Notion ein All-in-One-Workspace, wo man alles mitmachen kann. Und das werde ich heute mal zeigen. Aber die Sache, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist das Shoutout of the Day. Vielen Dank für deine Unterstützung. Falls du auch im nächsten Video gegrüßt werden möchtest, kannst du einfach sehr gerne einen Screenshot von diesem Video hier posten, in der Instagram-Story und mich markieren. Und vielleicht wirst du dann im nächsten Video hier auch gegrüßt. Aber viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Also ich habe mir 7 Punkte für das heutige Video aufgeschrieben. Der erste Punkt ist, was ist Notion? Ich habe es ja gerade schon ganz kurz ein bisschen erklärt. Es ist ein All-in-One-Workspace, wo du eigentlich alles machen kannst. Was erstmal eine ziemlich weite Definition ist. Aber für mich ist es so, dass ich alles an einem Platz habe, wenn ich Notion benutze. Und ich kann Notizen machen, ich kann Tests planen, ich kann Arbeiten planen, ich kann meine ganzen Schuldokumente und halt Notizen darin aufbewahren. Und ich kann halt einfach alles, was mit Schule zu tun hat, da drin organisieren. Was ich sehr gut finde, dass einfach alles in einem Platz ist. Also hier links sehen wir meine ganzen Seiten und wie ihr erkennen könnt, habe ich hier alle Fächer, die ich habe. Und wenn ich jetzt darauf klicke, dann sehen wir einfach, dass ich das jeweilige Fach habe, also den Namen vom Fach, da oben ein Emoji habe, was dazu ungefähr passt. Passt nicht immer so gut. Und dann habe ich hier den Content, also den Inhalt von den jeweiligen Fächern. Und hier bei Deutsch sieht man es zum Beispiel so, dass ich eine Tabelle erstellt habe mit dem Datum, weil ich das hier sozusagen hatte. Dann generell, was das Thema ist. Und rechts habe ich noch Dateien. Wenn ich jetzt hier auf Dokumente raufklicke, dann wird das geöffnet und ich habe das Dokument einfach hier. Das ist, wie gesagt, nicht ganz so vorteilhaft. Sieht man das überhaupt? Es ist nicht ganz so vorteilhaft. Es wäre besser, wenn du direkt in Notion Notizen machst und das auch als deine Notizsoftware benutzt. Aber ich mache, wie gesagt, handschriftliche Notizen und deswegen habe ich das einfach so reingemacht. Aber ich muss das klären, falls ihr euch jetzt fragt, warum das Ganze so leer ist, liegt einfach daran, dass ich damit noch nicht angefangen habe, das so zu benutzen. Da ich, wie gesagt, wie ich euch schon mehrmals erzählt habe, meine Notizen handschriftlich mache und eigentlich nicht auf meinem Laptop arbeite. Aber das möchte ich in der Oberstufe ändern und in der Oberstufe möchte ich dann alles digital machen. Und deswegen habe ich das sozusagen schon so vorbereitet, aber fange dann erst richtig anders zu benutzen, wenn ich auch anfange, auf meinem Laptop Notizen zu machen. So. Meine Lektion heute habe ich für das Fach Zusammenfassungen. Und wenn ich diese Zusammenfassungen dann öffne, also die Seite öffne, dann komme ich zu den verschiedenen Themen. Wenn ich auf das Thema raufklicke, dann komme ich zu einer neuen Seite. Und dieses System finde ich einfach total cool. Ich könnte immer sagen, wie ihr das findet, aber ich fand es eigentlich gut, dass man erstmal einen Überblick hat zu den ganzen Themen, dann runterscrollt, dann bei den ganzen Zusammenfassungen raufgeht und dann zu den Themen kommt. Ich glaube, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ein Tutorial, wie man das macht. Und zwar müsst ihr einfach hier unten auf Edit Page draufgehen, also auf Seite hinzufügen, dann könnt ihr mit einer Seite hinzufügen. Zum Beispiel jetzt diese Zusammenfassungen und könnt einfach auch irgendein Emoji dahin machen. Der nächste Punkt ist, wie können wir Tests, Arbeiten und Klausuren in Notion planen? Und dafür habe ich auch eine eigene Seite, die heißt hier einfach oben Tests und Arbeiten. Da, wo ich herkomme, heißt es nämlich Tests oder Arbeiten. Ich weiß, bei einigen heißt es Schulaufgaben und Exen, bei anderen heißt es irgendwie anders. Und zwar habe ich hier eine Tabelle erstellt und mir das sozusagen so eingerichtet, dass ich hier einmal das Datum eintragen kann. Beispielsweise jetzt, ich schreibe am Montag einen Test und dann in welchem Fach mache ich. Dann kann ich hier noch meine Note eintragen. Und wenn du dann sozusagen die Note bekommen hast, kannst du die einfach hier unten eintragen. Also ich habe noch eine Tabelle erstellt mit Noten und da habe ich dann die verschiedenen Fächer, kann die Noten eintragen, das Thema, Datum und so weiter. Um eine Tabelle zu erstellen, musst du einfach nur einen Schrägstrich eingeben, dann öffnet sich dieses kleine Kästchen hier. Da kannst du ganz viele verschiedene Dinge eintragen und hinzufügen. Und ganz unten gibt es eine Tabelle, die du erstellen kannst. Dann kannst du hier oben natürlich ändern, was das darstellen soll. Du kannst das Ganze dann so designen, wie du möchtest. Wofür ich dieses Thema aber schon öfter benutzt habe, ist Projekte zu planen. Beispielsweise haben wir jetzt in Erdkunde, also in Geografie, haben wir so ein Nachhaltigkeitsgesellschaftsspiel entwickelt, also ein Spiel zum Thema Nachhaltigkeit. Und da habe ich mir hier oben eine Seite erstellt und habe da verschiedene Dinge geplant. Als allererstes kann man hier oben meine To-Do-Liste sehen, also was wir alles noch machen mussten zu dem Zeitpunkt. Und das kann ich dann einfach hier abhaken. Für eine To-Do-Liste müsst ihr entweder auf Schrägstrich gehen, dann hier To-Do-List und könnt einfach was eintragen, was ihr da schreiben wollt. Genau, dann habe ich hier noch eine Spielleitung geschrieben. Man wollte da verschiedene Bereiche abdecken, deswegen habe ich diese Toggle-Listen erstellt. Das kann man hier machen. Und das Spiel könnte ich jetzt eigentlich auch zur Geografie reinziehen. Also nehmen wir das jetzt und ziehen das einfach hier rein.
Und zack, ist das auch sofort hier drin. Wenn ich jetzt auf Geografie raufgehe, sehe ich erstmal meine ganze Zusammenfassung, blablabla. Und hier unten dann das Projekt. Du könntest auch noch eine eigene Seite erstellen für Projekte, je nachdem, wie du möchtest. Ich würde einfach sagen, man muss bei diesem System kreativ sein und überlegen, wie kann ich das vielleicht schön und visuell ansprechend gestalten. Oder, falls du das nicht möchtest, wie kann ich das einfach gut organisieren und mich einfach ein bisschen kreativ und clever. An sich ist das System ziemlich einfach und ich finde es vor allem einfach dadurch, dass alles in einem Platz und alles auf einmal da hat. Das heißt, wenn du ein System hast, wo du Notizen auf deinem Laptop machst oder auf deinem iPad machst und das dann irgendwie deine Notizen machst, dann warst du das auf und hast du dann deine ganzen Noten und da machst du das. Das finde ich, also ich persönlich finde das ziemlich anstrengend und finde es deswegen gut, ein System zu haben, wo ich alles in einem habe und deswegen würde ich das empfehlen. Natürlich geht es da nicht nur Notion, es gibt auch viele andere Apps, die das ähnlich machen, aber ich persönlich habe angefangen mit Notion und mag diese App sehr, sehr gerne. Aber falls du noch ein anderes System hast oder eine andere App oder Software oder Programm kennst, was das Ganze vielleicht noch besser macht oder das vielleicht noch ein bisschen einfacher machen könnte oder noch cooler gestalten könnte, dann schreib mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Falls dich jetzt auch interessiert, wie ich mein Leben mit Notion plane, kannst du gerne mal hier vorbeigucken. Dann hebe ich meine ganze andere Organisation, was nicht mit der Schule zu tun hat, da erzählt. Ansonsten wünsche ich dir so einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.